immer wieder fragen mich verzweifelte Menschen. Immer wieder fragen mich verzweifelte Menschen in den Supermärkten, in denen ich die Regale einsortiere. Sagen Sie mal, Herr Schmidt, warum überträgt das erste deutsche Fernsehen kein Karneval? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ist doch nicht, man steckt einen Ü-Wagen hin, ja. Man könnte schöne Sachen übertragen. Nichts. Einmal habe ich, glaube ich, 2 Minuten Ausschnitt aus einer Büttenrede gesehen in den letzten Tagen. Sonst nichts. Hier bei uns ist das anders. Wir feiern wie jedes Jahr an Weiberfasnacht das große Büttenreden-Quiz. Herrlich närrische und total verrückte Büttenreden-Quiz. Wir hören es gleich nochmal, denn meine Damen und Herren, unter 4.321 Kandidaten, die sich im Internet beworben haben, haben heute gewonnen. Die Experten schlechthin. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das an die Nieren geht. Hier sind Jana und Harald. So, das sind aus Wuppertal Jana und Harald, ein Paar, aber wie das so ist in unserer modernen Gesellschaft, nicht verheiratet. Ja, wir haben uns vorher ganz kurz kennengelernt, als ich gefragt habe, wer hätte Lust zu spielen. Und Sie haben einen interessanten Beruf, Sie sind nämlich... Nephrologe. Nephrologe, was ist das? Ja. Nierenarzt. Ein Nierenfacharzt, das heißt, da kann man sich schon mal bepissen vor Lachen. Sind Sie die Lebensgefährtin, die einfach über die Feiertage mit darf nach Afghanistan oder arbeiten Sie zusammen? Nee, wir arbeiten zusammen und ich darf auch länger schon überall so auf den Reisen mit, die wir machen. Ja, sind das zum Teil Fortbildungskurse, die die Pharmaindustrie in Monaco oder so einlädt? Leider nicht, hat uns bis jetzt noch keiner zu eingeladen, aber wirklich? Wir werden es mal anregen. Was machen Sie in der Praxis? Die Urinuntersuchung. Das ist ja sehr wichtig. Ja. Sind da alle ganz tolle und wichtige Aufschlüsse. Ja, absolut. Und ich selber muss immer sagen, ich wünschte mir gerade von unseren älteren Mitbürgern, dass man doch ein bisschen die Hygienestandards beachtet. Das stimmt. Wenn man so aus der Kabine rauskommt mit dem 3-Liter-Eimer, oder? Ja. Ja. Oder sehe ich das falsch? Nein, da haben Sie völlig recht. Das ist manchmal schon wirklich Bahnhofstoilette ganz unten. Ja, also ich muss ja nicht bis in die Teeküche schwappen. Nö. So, also... Sie haben mit Karneval nichts zu tun. Wir zeigen Ihnen einen Ausschnitt aus einer Büttenrede. Ja. Es gibt für jede richtige Antwort 50 Euro. Mhm. Da muss man viel katetern für, bei der heutigen Krankenkassensituation. Mhm. Ja? Und wir zeigen Ihnen einen Ausschnitt aus einer Büttenrede. Stoppen die und Sie sagen uns, wie die Büttenrede vermutlich weitergeht. Okay. Alles klar? Ja. Oder zu kompliziert? Nein, nein, kann man. Gut. So, der erste ist aus der Sendung Hesse lacht zur Fasenacht. Günter Raubach als der Hengst vom Taunus. Vor Monaten schrieb mir eine Dame, sie hätte sehr viel Geld und einen adlige Name. Eine Figur wie die Lopez, doch leider, wie sie schreibt, ein Mann, bei dem der Geschlechtstrieb ausbleibt. Und da hat sie sich gedacht, es wäre mal zumut, sich jemand zu holen, der ihr was Gutes tut. Kurz gesagt, was ihr noch fehlt zum Glücke, das wäre ein starker Mann zum... Darf man das um die Uhrzeit schon sagen? Auch schon früher. Ah, okay. Sie gucken mich an, also muss ich sagen. Na, okay. Sie können sich auch, wollen Sie es lieber sagen? Oder vielleicht sind Sie sich nicht einig? Ich verkrieche mich einfach morgen im Labor, dann kriegt das keiner mit. Okay, mach du. Zum Ficke? Zum Ficke? Würde mich sehr überraschen, wenn das im ersten deutschen Fernsehen möglich wäre. Was meinen Sie? Ich stimme mal zu. Hm? Sie würden das auch sagen? Ja. Also der Begriff ist? Ja. Ficken. Ficken. Und hier ist die Auflösung? Fröhlich sein! Aber... Das war meins. Aber ich würde sagen, es gibt einen Fuffi für jeden, weil sie so süß rüberkommen, wenn sie ficken sagen. So. Jetzt. Es fängt auch mit F an. Es fängt auch mit F an. So, jetzt kommen zwei wirklich unglaublich lustige aus Thüringen. Die Sendung heißt Herrliches, närrisches Thüringen. Thomas Hertha und Daniel Ebert als Erna und Fried. Und früher
Früher, da kam der Fliesenleger. Heute kommt... Wer kommt heute? Früher kam der Fliesenleger, heute kommt der... Krankenpfleger. Gute Idee. Sind Sie auch so? Finde ich gut. Hm? Früher kam der Fliesenleger, heute kommt der Krankenpfleger. Hm? Der Kachelmann. Ja, da kann ich natürlich nichts geben. Ein bisschen streng muss ich auch sein. Ja? Jetzt kommen zwei unglaublich lustige Menschen, ebenfalls aus der Sendung Närrisches Thüringen. Am Puls der Zeit, brandaktuelle Nummer zum Thema, wie geht es zu in unseren Fluggesellschaften. Bernd Rost und Johanna Schmidt als Pilot und Co-Pilotin vom Traumland Express. Bestimmt waren Sie auch schon mal stark lädiert, wenn Ihr Vordermann seine Rückenlehne hat nach hinten katapultiert. Und hatten den Eindruck nach 2 Stunden, der Pilot hat seine Lizenz inne. Hat seine Lizenz inne. Kostüm schreit nach Schändung am Bahndamm, aber wie ist der Pilot hat seine, wo hat er seine Lizenz gewonnen her? Wahrscheinlich. Ja, gewonnen. Aber wo, ja. Das ist es. Und es ist eine Lotterie gewonnen. Wäre nicht lustig genug, wenn Sie den Begriff hören. Einmal noch durchatmen, Sie kriegen minutenlang keine Luft, wo der Pilot seine Lizenz gefunden hat. Gefunden hat er die? Ja. Also nicht gewonnen? Nee, er hat sie auch nicht gewonnen, er hat es gefunden. Das kann ich nicht verraten, aber wo? Auf dem Klo. Wäre nicht lustig genug. Nee. Ich sag's zu Hause, ich warne Sie. Wer jetzt, Sie schmeißen sich weg. Der Pilot hat seine Lizenz. Cornflakes-Packung gefunden. In der Cornflakes-Packung gefunden. Tierisch lustig. Ich find's auch. Ja. Tut mir leid. Ja. Machen Sie denn auch viel Dialyse bei sich in der Praxis? Ja. Da kommen die Patienten ambulant. Ja. Mhm. Begleiten Sie auch Patienten? Ich kenne es so von Kreuzfahrtschiffen, dass so reiche Witwen den Arzt praktisch hinterhergehen haben. Nein, so, das ist das nicht. Nein. Aber Sie wissen, dass es viele Kollegen machen. Ja, richtig. Mhm. Würde Sie das reizen? Wenn ich mal berentet bin, vielleicht. Ja. Ja. Mhm. Und da ist noch ein bisschen hin. Da ist noch ein bisschen hin. Und läuft die Praxis gut? Ja. Aber man kann sich auch gar nicht schützen davor, dass man zur Dialyse muss. Oder kann man sie für seine Nieren gesund vorbeugend Doch, leben? Doch, kann man vorbeugend leben. Wie? Indem man den Blutdruck kontrolliert, sein Körpergewicht achtet, Diabetes vermeidet. Und ich glaube, dass Sauberkeit, körperliche Hygiene ein ganz wichtiger Faktor Wirklich? Sind. Ja. Für die Nieren? Ja. Inwiefern das denn? Insofern, als dass zum Beispiel bei jedem, wenn Sie schlechte Zähne haben, bei jedem Kauakt Bakterien ins Blut geraten können. Und diese können immer wieder kleine Entzündungen machen, das würde die Nieren dauerhaft schädigen. Guck an. Aha. Haben Sie was gelernt? Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja. So, jetzt kommt, die sind toll, aus dem Saarland. Von der Sendung Narrenschau 2011, da heißt es immer, Frauen können nicht lustig sein. Frau Brech und Frau Reitz. Und bei dieser Nummer stimmt alles. Der Text, das Timing, alles. Good evening, ihr liebe Leid. Nice to meet you here on height. Welcome hier in Narren City, wo all the girls are looking pretty. Welcome auch de Hem an den Bildschirmen. Bildschirmen. Ah. Was heißt Bildschirme in dieser humoristisch auf die Spitze getriebenen Version auf Englisch? Picture Umbrella. Wie war das? Picture Umbrella. Bitte? Picture-Umbrella. Was? Oh. Dankeschön. Vielen Dank. Jana und Harald, meine Damen und Herren. Und falls Sie noch ein Kostüm für Karneval suchen, wäre das vielleicht eine Idee für Sie. Können Sie sich nicht entscheiden, wie Sie sich an Karneval verkleiden sollen? Unser Tipp? Wie wäre es mal als Landesbeauftragter für den Maßregelvollzug? Wir haben damals mit unserer Planung von fast 500 Plätzen und das war ein Tipp der Initiative Lachen mit Niveau mit dem Gütesiegel Keine Scherze über Äußerlichkeiten.